Servus und hallo bei Geschichte Tag für Tag. Heute am 16. Mai. Im Jahre 1204 wird Balduin I. von Hennegau zum ersten Kaiser des Heiligen Reiches gekrönt. Und zwar findet das alles im Verlaufe des vierten Kreuzzugs statt. Und der war nicht sehr rühmlich, denn die Kreuzfahrer belagerten und eroberten Konstantinopel, das eigentlich auf christlicher Seite stand. Aber es gab da politische Unruhen und so. Gut, das wäre eine andere Geschichte. Und dieses Heilige Reich genannt wurde, also entstand daraus, dass man Teile des Oströmischen Reiches genommen hat und die Gebiete eben aufgeteilt hat und daraus ein, ja, ich sage mal, Staatengebilde machen wollte. 1532 tritt der Lord Kanzler Thomas Morus zurück, da er Konflikte mit seinem König Heinrich dem VIII. Aus dem Weg gehen will. Uns ist Thomas Morus als Thomas Moor bekannt und er war mit der Politik Heinrichs des VIII. Nicht einverstanden. Und ja, wollte ihm mehr oder weniger aus dem Weg gehen. Im Jahre 1800 befindet sich Napoleon Bonaparte auf dem Kriegszug gegen Italien und überschreitet am heutigen Tage oder ab dem heutigen Tage die Alpen. Trifft auf die italienischen Armeen nahe bei Turin und wie es anders nicht kommen soll. Er gewinnt natürlich haushoch. Ein paar Tage später kehrt er wieder über die Alpen zurück und schlägt die Österreicher bei Hohenlinden östlich von München. 1853 verbietet die preußische Regierung Kinderarbeit für Kinder unter 10 Jahren. Schulpflichtige Kinder allerdings dürfen nach ihrer Schulzeit noch 6 Stunden einer regelmäßigen Tätigkeit nachgehen. Am heutigen Tage, man weiß sogar um die Mittagsstunde, führt der Deutsch-US-Amerikaner Emil Berliner das von ihm erfundene Grammophon das erste Mal vor. Es funktioniert nicht mehr mit diesen Walzen, sondern schon mit Schallplatten, die wesentlich bessere Hörqualität liefern und wesentlich mehr Musik speichern können. Und im Jahre 1920 kommt es zu einer sehr späten Würdigung. Ja, könnte man schon so sagen, denke ich. Und zwar spricht in Rom Papst Benedikt der 15. Jeanne d'Arc, das Mädchen aus Lothringen, genannt die Jungfrau von Orléans, heilig. 1429, hatten wir vor ein paar Wochen oder Monaten schon, befreite Jeanne d'Arc an der Spitze der französischen Truppen Orléans die Stadt und machte den Weg frei für Karl den VI. Zu seiner Königskrönung. Wurde später allerdings verraten und verkauft und 1431 als Ketzerin in Rouen auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und wie öfters habe ich auch heute noch einen Geburtstag, den ich euch gerne übermitteln möchte. Und zwar wird im Jahre 1905 Henry Fonda geboren. In etwa 80 Filmen, die ihm einen Ehren-Oscar für sein Lebenswerk einbrachten, spielte Fonda meist den guten Amerikaner mit festen moralischen Überzeugungen. In Sergio Leones Italowestern Spiel mir das Lied vom Tod mimte er aber das erste Mal so einen richtigen guten Schurken. Ich finde, auch wenn man Western nicht mag, aber Spiel mir das Lied vom Tod ist schon ein Hammerfilm. Und das war's von mir. Wir sehen uns morgen wieder und ich sage Servus.